Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin to go News Update. Ihr seht es hier oben und im Hintergrund die Farbe grün. Das heißt, Bitcoin sieht wieder sehr gut aus. Wir fangen da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben, bei den 13.000 US-Dollar. Und die große Frage diese Woche, halten wir die 13.000 US-Dollar oder können wir gar noch höher steigen? Wir gucken mal auf die aktuellen Daten und was für den Bitcoin-Kurs aktuell zumindest spricht. Und was natürlich sonst so im Markt passiert ist, ich würde sagen, zurücklehnen, anschnallen, Like draufhauen und dann erstmal viel Spaß beim Update. Pump it again. Ich glaube, das ist das, was wir uns alle für diese Woche wünschen. Ich muss sagen, ich wäre schon zufrieden, wenn wir die 13.000 US-Dollar halten können. Aber ja, wie ihr es gewohnt seid, die Woche starten wir natürlich entspannt und locker mit einem GIF. Bevor wir richtig loslegen und in den Marktupdate reinstarten, habe ich noch ein Gewinnspiel aufzulösen und ich habe es diesmal richtig gemacht. Mit dem Keyword Bitbox war es in einem meiner vergangenen Videos möglich, ein Buch zu gewinnen, Bitcoin verwahren und vererben und dazu eben auch eine Bitbox, eine Hardware-Wallet, die sehr, sehr cool ist und mir von Marc Steiner zur Verfügung gestellt wurde. Und der Gewinner ist Rüdiger Bürk. Ich würde dich bitten, melde dich bei mir, wenn du bei dem Gewinnspiel mitgemacht hast. Schreib es in die Kommentare, aber am besten meldest du dich direkt bei Telegram @mirconomy. Ich schreibe sie unten in die Beschreibung und dann hoffe ich, dass der Gewinn auch jetzt den glücklichen Gewinner findet. Ansonsten muss ich wohl hier noch wild weiterlosen. Hier eine Erinnerung an morgen Abend. Da bin ich nämlich wieder live um 20 Uhr zusammen mit Alex von Accounting. Sprechen wir über die ja, Fachbegriffe der Kryptoszene, die Denglisch, Krypto-Slangs, wie sie alle heißen, Liquidity Mining. Was ist das eigentlich alles? Eure Fragen sind hier sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fachbegriffe habt, die ihr erklärt haben wollt oder generell dann noch ein paar Fragen, schmeißt sie unten in die Kommentare. Morgen dann auch natürlich noch eine kleine Q&A-Session. Freue ich mich auf jeden Fall drauf und dann würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal in die Kurse und in das Marktupdate. Was soll ich anderes sagen? Ich habe es ja im Hintergrund schon verraten. Bitcoin mit 13.080 US-Dollar fast bei 1,4% plus. Sehr, sehr gut, denn ja, die 13.000 sind hart umkämpft, sind sehr, sehr wichtig und halten. Und das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen. Gucken wir uns mal die Gewinne des Tages an, dann sehen wir, dass Filecoin vor allem wieder ein bisschen für Furore sorgt. Aber hier muss man auch wieder hier ein bisschen mal rauszoomen, denn wenn wir uns mal das Chartbild von Filecoin selbst mal ansehen, dann sehen wir, dass vor allem in den letzten Tagen hier wirklich eine wilde Achterbahnfahrt schon hinter dem Kurs steckt und es auch schon große Verluste gegeben hat. Von daher hier vielleicht so ein bisschen ein Pullback, den wir hier erleben und ja, vielleicht wieder so ein bisschen besseres Pricing finden für Filecoin, ja eines der großen ICOs von 2017, endlich am Start und doch irgendwie noch nicht richtig da. Ja, ansonsten ja, so die üblichen Verdächtigen, nichts wirklich Auffälliges. Die Verlierer des Tages aktuell Energy Web Token, Ocean Protocol, Uniswap, also ein bisschen die DeFi-Szene wieder unter Feuer. Ansonsten, wenn wir uns die Stock Markets anschauen, sehen wir den DAX mit 2% im Minus, schon ein deutliches Minus. Und ja, die Nervosität, was Corona angeht, US-Wahl, die Unsicherheit im makroökonomischen Bereich, ich habe es ja schon oft genug gesagt, ist ein Faktor, der den Bitcoin-Kurs auch noch beeinflussen wird. Davon gehe ich immer noch aus, dass wir auch beim Bitcoin-Kurs noch eine Korrektur erleben können, nicht nur, weil der Bitcoin-Kurs so toll und stark gestiegen ist in der letzten Woche, sondern weil eben auch Unsicherheit am Finanzmarkt auch für Bitcoin als Risikoasset natürlich bedeutend sein kann. Nichtsdestotrotz, Bitcoin straft aktuell auf jeden Fall Lügen, kann oder kriegt vom negativen Markt, Finanzmarkt zumindest aktuell nichts mit. Warten wir noch auf die US-Märkte. Grundsätzlich die 13.350 hatten wir schon im Visier, haben wir schon überschritten. Da gab es dann erstmal einen fetten Abverkauf. Zeigt sich also, dass die 13.000 hier aktuell ein ganz guter Wert sind. Und umso schöner, wenn sie eben halten. Und ja, die Marken in der Vergangenheit, 12.000, die 11.000, haben extrem gut gehalten bei Bitcoin. Und ich bin da wirklich ein bisschen optimistisch, muss ich sagen. Denn es gibt auch wieder ein paar positive News und die gucken wir uns gleich natürlich an. DeFi ansonsten mit 11,5 Milliarden US-Dollar Bewertung, ja, passiert im Moment nicht viel. Krypto-Firmen-Gütindex platzt bald aus allen Nähten. Natürlich ist er sehr, sehr greedy nach den bullischen News mit PayPal, den ganzen Investments von Unternehmen, den ganzen Vertrauen, was mittlerweile in dem Asset wieder steckt. Also eine Kehrtwende seit März, was im halben Jahr nicht alles passieren kann. This is Crypto, so sage ich es immer. Und die gute Nachricht, damit fangen wir direkt mal an. Die letzte Woche ist
wirklich historisch, denn seit Januar 2018 hat der Bitcoin-Kurs nicht mehr einen so starken Wochenabschluss gehabt. Das ist schon wirklich ein ganz wichtiges Statement, was eben zeigt, dass das hier nicht nur Tageskerzen sind, sondern eben auch ja die ganze Woche so positiv abgeschlossen werden kann. Und wenn wir uns dieses Chartbild hier mal ein bisschen größer machen, dann sehen wir vor allem diese Entwicklung vom März, vom Corona-Crash bis hin jetzt zu 13.000 US-Dollar, eine Verdreifachung seitdem. Da will mal einer sagen, bei Bitcoin ist nichts los. Also der geht an mich, denn das habe ich am Montag noch gesagt. Bitcoin-On-Chain-Daten sehen positiv aus. 98% aller BTC im Profit. Das sehen wir an den UTXOs, also an den Unspent Transaction Outputs. Die sind ja auch auf einem ja, Rekordwert will man fast sagen, beziehungsweise auf einem Wert, den wir zuletzt im Bullrun 2017 gesehen haben. Das heißt im Prinzip, dass alle Unspent Transactions, die Bitcoins, die in den Wallets liegen, im Plus sind oder zumindest 98%. Und das sehen wir hier sehr schön an diesem Graph, hier dieser rote Bereich von Glassnode hier eingefärbt worden, was eben diesen bullischen Bereich zeigt, den wir schon letztes Jahr mal kurz erlebt haben, als Bitcoin ja auf 13.500, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie hoch es wirklich am Ende war, gestiegen ist, dann aber wieder abgestürzt bzw. korrigiert, relativ stabil und dann halt im Corona-Crash ging es dann bergab. Da haben relativ viele Leute aufgesammelt. Wenn du dabei warst, herzlichen Glückwunsch. 4.500 US-Dollar. Ich weiß nicht, ob wir so einen Preis überhaupt noch mal sehen bei Bitcoin. Ja, das ist auf jeden Fall was Positives von den On-Chain-Daten. Denn was heißt das eigentlich oder was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet das, was ich auch immer sage, gerade im Bitcoin-Bereich herrscht eine sehr hohe HODL-Mentalität. Das heißt, die Leute halten ihre Coins, die Investoren sind langfristig und long-term orientiert bei dem ganzen Projekt. Und das kann man auch von den Unternehmen sagen, die jetzt eingestiegen sind. Bitcoin hier als Cash-Reserve aufzubauen, sicherlich ein Move, der nicht nächstes Jahr revidiert wird. Und genauso wie PayPal auch jetzt hier bei Bitcoin mitmischen will, ist es auch kein Thema, was wahrscheinlich jetzt in 2, 3 Wochen wieder vom Tisch ist. Also die Leute sind hier langfristig bei Bitcoin dabei und das ist für uns auf jeden Fall ein gutes Signal. Kommen wir noch zu einer weiteren positiven Nachricht, die von JP Morgan kommt. Und hier haben wir schon ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen getrickst, will ich nicht sagen. Aber JP Morgan, wie wir wissen, in der Vergangenheit ja ein Hater, ein Bitcoin-Gegner, zumindest der CEO, der Chef, Jamie Dimon, der immer wieder gegen Bitcoin geledert hat. Hier haben wir wirklich einen sehr schönen Graph, der das nochmal zeigt. Bitcoin is a terrible store of value 2014. Hat er sicherlich auch in Bezug auf die Volatilität extrem recht gehabt. Bitcoin will not survive, Bitcoin will die, will go nowhere. All diese Aussagen und auch im Hype. Er hat gesagt, er will nicht mehr über Bitcoin sprechen, dann macht das doch wieder. Und ja, am Ende des Tages soll das Bild eigentlich nur eins vermitteln. JP Morgan in Form des CEOs war war sehr stark gegen Bitcoin eingestellt. Dann kam ganz lange gar nichts mehr, Riesenfunkstille. Und mittlerweile berichtet JP Morgan selbst in seinen Papieren bzw. in seinen Analysen, die sie auch an Investoren rausgeben, sehr positiv von Bitcoin. Und das sehen wir aktuell in diesem Paper hier, beziehungsweise in das Paper ist verlinkt in dem Artikel. Ich habe den unten auch in der Beschreibung. Könnt ihr euch da mal gerne anschauen. Aber sie vergleichen das hier vor allem auch mit Gold und sie gehen hier davon aus, dass Bitcoin durchaus noch die Bewertung von Gold erreichen kann. Gerade die Millennials sind hier die interessanten Kandidaten, die ja die Zukunft der Finanzen ja auch mitbestimmen werden. Es wird ein großer Wechsel stattfinden von den Vermögen der Vergangenheit in die neue Generationen und die beschäftigen sich und ja sind tagtäglich natürlich mit digitalen Medien, mit digitalen Werten in Kontakt und Bitcoin spielt hier eine wesentliche Rolle und kann Gold durchaus den Rang ablaufen. Ich persönlich sehe es eben so, dass es eine Alternative ist, also eine weitere Alternative als Wertaufbewahrung, als Cash-Reserve, wenn man denn so will, so wie es auch die Unternehmen aktuell tun. Aber eben hier als digitales Asset und hier werden die Millennials nochmal herausgestellt und ja, JP Morgan denkt zumindest in diesem Bericht, hier gibt es noch ein deutliches langfristiges Aufwärtspotenzial für Bitcoin als alternative Währung. Ich bin davon auch überzeugt und ich freue mich, dass JP Morgan das mittlerweile auch so sieht. Ich bin gespannt, was da grundsätzlich noch von denen kommt und wichtig ist hier auch zu verstehen, dass Bitcoin eben nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel gesehen wird, sondern auch tatsächlich als Zahlungsinstrument. Und das könnte auch jetzt zumindest die Beweggründe von PayPal bekräftigen oder beziehungsweise könnte das dadurch bekräftigt werden. Denn wie ihr wisst, PayPal einer der größten Zahlungsdienstanbieter überhaupt. Und ja, die kennen sich mit Payment aus. Und wenn Bitcoin da jetzt eben auch in den Geschäften, an den angebundenen Geschäften akzeptiert werden kann, ist das natürlich auch als Payment-Instrument
durchaus eine weitere Möglichkeit im Payment-Sektor. Ansonsten kurzer Rückblick nochmal auf Ethereum 2.0. Ich hatte es ja im Wochenrückblick ganz kurz nur erwähnt. Da sind wir jetzt auf dem Weg, dass es Richtung Staking geht, dass der Deposit Contract jetzt geissued wird, rausgegeben wird und dann eben ja die Phase 0 starten kann von der Beacon Chain, dass Ethereum 2.0 Staking startet. Wenn ihr hier zu diesem Thema Fragen habt, schmeißt es mal unten rein. Wir können gerne nochmal ein Video dazu machen. Da suche ich mir auch nochmal jemanden, der sich im Thema Ethereum 2.0 vielleicht nochmal ein bisschen besser auskennt, auch von der technischen Perspektive aktuell, wenn auch man ganz ehrlich sagen muss, dass es so viele Details auch nicht gibt, weil das Ganze eben noch am Ende doch dauern wird, wenn wir wirklich auf Ethereum 2.0 schielen. Okay, letzte News und das war auch nochmal was vom Wochenrückblick: CBDC, der digitale Euro, digitale Währung, ganz, ganz großes Thema und auch einer der Beweggründe, warum PayPal sicherlich auch hier grünes Licht von den Regulatoren bekommen hat, sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen, um dann sicherlich auch die CBDCs, sei es der US-Dollar, sei es der digitale Euro, digitale Yuan oder wie sie alle heißen, eben auch zu integrieren und hier Zahlungsströme nachvollziehbar zu machen. Also ganz klare Beweggründe und Bahamas versuchen es jetzt mit dem Cent-Dollar. Wir gucken mal, was draus wird. Aber es wird sicherlich einiges folgen. Also wirklich sehr spannend, was da abgeht. Und der letzte Schild von mir, Filecoin. Ich habe gerade darüber gesprochen. Wenn ihr euch dafür interessiert, guckt euch gerne diesen Artikel an. Da haben wir uns den Filecoin Proposal 004 angeschaut und ja, uns die Frage gestellt, ob Filecoin hier eine Todesspirale sich dreht. Wenn ihr wissen wollt, was dahinter steckt, guckt euch den Artikel an. Von mir war es das für heute. Wie versprochen, etwas kürzer, etwas knackiger, aber trotzdem mit positiver Energie in die Woche. Ich hoffe, ihr habt einen super Start. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen Abend live um 20 Uhr. Finger crossed, ich hoffe, diesmal klappt's. Alex hoffentlich nicht krank. Letzte Woche ging es ihm ja nicht so gut. Und ansonsten am Mittwoch wieder und am Freitag auch wieder live. Also voll mit Content und hoffentlich mit grünen Kerzen für den Bitcoin-Kurs. Ich würde sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.